Aber nicht. Beruhigen Sie sich doch. Ist ja alles in Ordnung. Kommen Sie. Sie ist jetzt in der Küche. Die Therese kümmert sich um Sie. Man hätte dieses Mädchen sofort der Gendarmerie übergeben müssen. In dem Zustand? Einen Menschen, der sich das Leben nehmen wollte? Jawohl, Pater Benedikt. Einen Menschen, der im Begriff war, eine Todsünde zu begehen. Es ist nicht unsere Aufgabe, über Sünden Gericht zu halten. Wir haben zu helfen. Und das habe ich getan. Mach deine Augen zu und schlaf in guter Ruhe. Ich werde Sie auch nicht mit Fragen quälen. Ich will nur, dass Sie wissen, hier sind Sie in Sicherheit. Sie wird halt sehr erschrocken sein. Und wann kann sie dann wieder reden? Wenn sie wieder zu sich gekommen ist. Vielleicht, wenn sie spürt, dass wir sie alle gern haben. Ja, aber wir haben sie doch gern. Aber das nützt doch nichts, du Depp. Ein kranker Mensch soll ganz einfach der richtigen Behandlung zugeführt werden. Eben, Pater Vinzenz, eben. Eine kranke Seele soll gesund gemacht werden. Und gerade das ist unsere Aufgabe. Wie betet man für jemand, wenn man nicht weiß, wer er heißt? Ich weiß nicht. Ich hab's auch gerade probiert, aber es geht nicht. Fix, Laudern. Jetzt weiß ich's.